keiner dieser Vereine hat jeden Antrag gestellt, dass öffentlich abgestimmt wird. Sie haben das akzeptiert. So ist es auch erfolgt. Danach gab es sogar noch einmal eine Möglichkeit einer Einspruchsfrist. Auch die wurde nicht wahrgenommen. Und dann unter dem Druck oder warum auch immer haben dann Vertreter von Vereinen sich öffentlich geäußert. Ich lehne das ab. Wir wissen noch gar nicht, wie wirklich gewählt. Vielleicht haben einige gesagt, sie haben dagegen gestimmt, haben vermeintlich dagegen gestimmt. Will ich es mal so umschreiben. Ja. Also ich will mich an diesen elenden Spekulationen sie nicht könnten, beteiligen. Sie, das hast du gesagt, ich halte mich aber an die Spielregeln. Ja, Herr Kind hat eigentlich gerade die Möglichkeit, sehr einfach sehr viel Schaden vom deutschen Fußball abzuwenden. Denn all das, was gerade läuft, egal ob man jetzt pro oder contra Investor ist, muss man natürlich sagen, dass wir überhaupt an diesem Punkt sind. Das schadet schon dem deutschen Fußball massiv. Und ich glaube, da reden wir nicht über ein paar Tennisbälle, die das Ganze jetzt noch abmildern können, sondern letzten Endes reden wir darüber, ob Herr Kind mit Ja oder mit Nein gestimmt hat, ob er sich die Weisung des EV gehalten hat oder nicht. Endet, was soll dann hätten wir zumindest Gewissheit, weil das ist ja das, was eigentlich hinter den Protesten steckt und hinter dem, was kritisiert wird, dass die demokratische Akzeptanz nicht gegeben ist oder zumindest massiv angezweifelt wird, insbesondere aufgrund ihres Verhaltens und, wenn ich das so sagen darf, ihrer Rumeierei in der Diskussion danach.